Er ist sicher unbestritten einer der schärfsten Kabarettisten der Nachkriegszeit. Ganz bestimmt aber ist er einer der konsequentesten. Ein absoluter Bühnen-, Fernseh- und Kabarettstar der 50er und 60er Jahre. Melodie mache ich hier, den Rhythmus hier. Das Ganze nennt sich Konzert eines Arbeiters. Also das Geschäft mit der Pauke, ja, ist ja jedes Jahr am 1. Mai, nicht? Hören Sie mal zu, der Weg zur deutschen Seele, ja, der ist so leicht zu finden. Na, ich bitte Sie, schließlich haben wir noch Reserven hinter uns. Ich meine, ich will jetzt gar nicht von Goethe sprechen, aber letzten Endes sind wir ja schon rein lagemäßig, nicht? Also am deutschen Wesen, an der deutschen Gesundheit wird die Welt am deutschen Wesen. Ist doch die Angst da draußen, die Angst vor der Deutschen hier drinnen. Innerlichkeit. Und ich war derjenige, der gerne intellektuell sein wollte, aber es nicht richtig geschafft hat oder es nicht richtig schaffen wollte. In der Blüte meiner blauen Tage spürte ich, dass Spaß ein Luxus war, den man mit der Apothekerwaage abwog. Denn er war entsetzlich rar. Und das Land der Dichter und der Denker, ach, es war im Antlitz grau vorauf. Ohne Inhalt blieb so mancher Cognac-Schwenker. Auch an Leere litt so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen für Proleten. In dieser Woche wird er 65 Jahre alt. Wir hätten ihn gerne hier bei uns gehabt. Das geht leider aus gesundheitlichen Gründen nicht. Aber wir haben ihn in Berlin in seiner Wohnung besucht, haben dort jetzt eine Live-Schaltung. Guten Abend, Wolfgang Neuss. Hallo. Hallihallo. Das sind wir ja auch. Sollen wir jetzt mal so ein Spiel machen, wie man das in allen blöden Unterhaltungssendungen macht? Was meinst du damit? Also, ich sage ein paar Begriffe und dann in einem Satz eine Assoziation zu dem Begriff. Nehmen wir mal den Begriff Publikum. Publikum immer gut. SPD. SPD immer gut. Jetzt nach Gorbatschow große weltweite Chancen, SPD. International, deutsch schwach, ja? Galgenvogel, mehr sage ich nicht mehr. Matthias Rust. Matthias Rust ist der Größte. Na, also vorher habe ich noch gedacht, Matthias Rust, eine Nummer tiefer hängen. Aber der Kohl war doch jetzt in Moskau, ja? Daran haben wir doch gesehen, dass der doch viel unangemeldetere Fragen gestellt hat oder Antworten gegeben hat, als Matthias Rust jemals. Also Matthias Rust Besuch in Moskau ist seit dem Kohl-Besuch aufgewertet. Aufgewertet, wollen wir so sagen, ja? Ach, die wollte ich auch noch einen Rat geben. Ich vergesse Günther Jauch. Ja. Die Zeit der Moderatoren ist vorbei, ja? Ja, ich befürchte es nach der heutigen Sendung auch. Nee, weißt du warum? Du bist ja gar kein Moderator. Du nennst dich nur so, weil es Mode ist. Aber die Zeit des Coolbleibens ist vorbei. Das habe ich dir vor der Sendung gesagt. Der Konferencier ist im Kommen. Der Mann, der heiß und kalt macht die Leute. Ja, aber, hast du verstanden? Ja, hab ich und nicht schon. Der Moderator. Ja, aber ich bin ja, also, wenn einer im Moment nicht moderat wird, ich habe noch nie so viel Achselnässe vor einem Interview gehabt wie heute. Also cool bin ich wirklich nicht. Jetzt nehmen wir das nächste Wort oder lassen wir es bleiben? Bitte, bitte. Geld. Geld ist eine Mystifikation. Geld ist mehr, als man denkt. Geld bedeutet was. Geld heißt nicht Material. Geld anschaffen, da verstehe ich, manche Leute ist ein Rausch. Das muss man verstehen. Also Geld ist okay. Liebe. Liebe ist noch okayer. Tod. Tod ist das Beste, was es gibt. Tod und Geburt sind heitere Wesen. Merkt euch mal, Leute in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Erde. Tod, da bin ich Nina Hagen, ja? Tod und Geburt sind heiter. Es gibt nichts, was davon zu berichten ist, außer Heiterkeit. Ich habe gelesen, dass Wolfgang Neuss mal gesagt hat, er hat eigentlich nie Geburtstag. Das hänge auch damit zusammen, dass er überhaupt keine Seele habe, dass er ein seelenloser Mensch sei. Meine Mutter hat das gemacht, aber ich will sie jetzt nicht verraten. Die hat mir die Seele aus dem, die hat mich mal gewürgt, wie 100.000 Mütter das mit Kindern machen. Nur meine Mutter hatte Erfolg. Das ist so, als ob die mir mit 4 Jahren einen LSD-Trip gegeben hat. Ja. Das ist ein Riesenerfolg und die ist dafür heilig, die Elisabeth, meine Mutter. Aber ich werde dir mal was sagen, mein lieber Günther Jauch. Wenn du mit 60 Jahren mit einer Seele, die Seele ist immer neben mir, ich habe kein Gleichgewicht, keine innere Perspektive, darum hängen auch die Bilder hier hinter mir an der Wand mit Glitzer, Glitzer. Weißt du warum? Mein Innenleben habe ich hier an die Wand geklatscht, weil ich habe kein Innenleben. Meine Mutter hat vergessen, was sie gemacht hat und hat mich deshalb immer eiskalter Hund genannt. Wenn ich sie angelacht habe, ich hatte mal fantastische Zähne, ja?
Ich will sie gar nicht wiederhaben, weil Zähne sind wie ein Kadeljak, ein Standardsymbol. Brauche ich nicht. Jetzt machen wir mal ganz was anderes. Ich bin ein kaputter Mensch, hat Wolfgang Neuss mal gesagt. Jetzt sagen alle immer, oh, da muss man doch furchtbares Mitleid haben, kaputte Menschen und der Arme. Geht's Wolfgang Neuss eigentlich gut oder geht's ihm schlecht? Also pass auf, mir geht's 4 Stunden am Tag schlecht, 4 Stunden am Tag gut, wie es eben ist, wenn man Tabak raucht. Verstehst du? Mhm. Sieh mal, ich rauche ja gar nicht gerne Zigaretten, aber ich muss. Hast verstanden? Mhm. Warum musste, sagt jetzt Rita Süßmuth, also kann ja einen Rückfall haben, die Frau, ja? dann sage ich, weil ich atmen muss. Ja, aber doch nicht unbedingt Tabak. Sag ich, das sah ich ja die ganze Zeit. Ja, du siehst, ich meine, ich will mir nicht vordringen, ich habe aufgehört mit den Drogen, weil ich die Szene nicht mag. Aber ich sag dir was, in dem Moment, als die Frau sagte und an die Tausenden von Leuten im Knast dachte, als die sagte, man könnte ja Haschischrauchen straffrei machen, in dem Moment musste sie Parlamentspräsident werden, so sehe ich das, ja? Aha. Und über Jenninger fragst du gar nicht, warum der nicht mehr da ist, wa? Das ist schon so lange her. Ah, da hast du auch wieder recht, das ist sehr gut. Aber ich sag dir, der Weizsäcker, der könnte noch mal langsam öffentlich laut die Jenninger-Rede lesen. Und da würden wir was anderes erzählen hinterher. Ist der immer noch Ihr persönlicher Freund, der Weizsäcker, aus der Talkshow vor ein paar Jahren? Weiß ich nicht, ich hab ihn ja nicht wiedergesehen. Also, da ich ihn nicht wiedergesehen habe, kann er nicht mein persönlicher Freund sein. Aber Sie sagen weiter Ritschi zu ihm. Ich finde ihn ganz gut, aber nicht so gut, wie er tut. Aha. Wolfgang Neuss, ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen einmal reden zu können. Alles Gute. Ach, den ganzen Quatsch sparen wir uns jetzt mit dem langen Leben etc. War toll. Vielen Dank. Tschüss und Wiedersehen nach Berlin.